Hallo zurück bei Niche, a Genetic Survival Game. Wir sind letztes Mal hier ausgestiegen, weil, keine Ahnung mehr, hatte nie, weil die Zeit um war. Ich habe hier bei Nuvanu angefangen, den neuen Kindern, also quasi den Kindern der Neuankömmlinge, rosa Steinchen zu geben. Lara geht das leider noch nicht. Kirku ist unser eigener Sohn, da haben wir ja blau. Kikyo, genau, da haben wir, machen wir jetzt rosa. Rokirvan ist auch ein Neuankömmling, das heißt hier die beiden Mädels, das geht auch noch nicht. Die müssen dann auch noch rosa gemacht werden. Und ich glaube, das war gerade rosa. Das müsste orange sein. Blau, rosa. Genau, und Ramesi ist ja auch, genau, die beiden sind dann nämlich blau. Der Rest ist dann rosa. Genau, ich glaube, das macht auch irgendwie Sinn. Richtig? Keine Ahnung. Ja, das ist auch eigentlich völlig egal. Aber einfach nur, damit ich was zu tun habe, vielleicht. So. Dann wollte ich ja auch ein bisschen runterschrauben, was die, wie heißt das nochmal? Die Vermehrung angeht. Genau. Und, da können wir direkt das erste Mal was knacken. Das ist sehr gut. Du kannst deiner Schwester hier gleich hinterher hüpfen. Ansonsten bringen wir dann doch einfach mal wieder hier Vater und Sohn zusammen vielleicht. Und... wer gehört sonst noch so dazu? Vielleicht kannst du mal hier rüber laufen in die Richtung. Und die können jetzt gerade nichts mehr machen. Die beiden... Ja, was machen wir mit den beiden? Vielleicht wären die vielleicht besser, um hier in die Richtung ein bisschen zu erkunden. Weil sie sich ja hier ein bisschen besser auskennen. Dann könnten wir das ja für uns nutzen. Dass wir sagen, die führen uns zum Hafen sozusagen. Die zeigen uns den Weg. Und mit euch, keine Ahnung, mache ich hier vielleicht nochmal ein bisschen frei. Dann haben wir auch was zu tun. Wir haben es ja jetzt nicht so nötig, dass wir noch weiter... eigentlich könntest du auch aus dem Nest rausgehen. Machen wir mit dir. Wer ist deine Mami nochmal? Ralais. Ach so. Ralais und Kikiro. Kikiro ist, glaube ich, ja der Schwarze gewesen, der jetzt hier sitzt. Und Ralais habe ich jetzt hier hingesetzt. Oh, die sind wirklich... Also Ismi und Ralais sind sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Die sind... Ah, guck mal. Ralais hat ein bisschen hellere Brust noch. Die hat hellere Streifen am Körper, die noch bis in dieses Flauschefell gehen. Und bei Ismi ist das nicht. Aber ansonsten sehen die wirklich komplett gleich aus. Dann geh du auch mal deiner Mami hinterher. Dann haben wir das, ja, keine Ahnung. Einfach sortiert irgendwie. Und viel mehr ist dann auch schon wieder gar nicht mehr möglich. Oh, da sind zwei erwachsen geworden gerade. Ah, habt ihr es gehört? Da gab es so einen kleinen Klick-Sound. Ich habe übrigens versucht, den Sound ein bisschen leiser zu machen von der Musik. Das war dann doch immer noch zu laut. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie okay. Ich höre die fast gar nicht mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, das sind eineiige Zwillinge, oder? Da müsste ich doch eigentlich ein Achievement unlocked haben. Das ist nämlich tatsächlich, da kriegt man hier so eine Steam-Benachrichtigung, wenn man... wie wär's? Ja, ich wollte ja eigentlich nicht mehr paaren erstmal. Wir müssten so viele Leute zurücklassen. Der ist irgendwie süß, oder? Guckt euch den mal an mit seinen Hörnchen. Und die grünen Augen. Oh. Das ist aber schick. Das hatten wir jetzt auch noch nicht, oder? Das ist cool. Hat das noch jemand? Violette Augen und grüne Augen. Cool. Weil die anderen haben eigentlich schwarz und braun. Da haben wir auch nochmal... grün-braun.
habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Das kommt echt von den beiden hier. Weil er hat nämlich, glaube ich, auch grüne Augen. Nee, lila und braun. Hat er dann grün? Nur braun. Dann sind die mutiert zu grün vielleicht. Oder hast du? Hier, die haben auch ein bisschen hellere. Das ist vielleicht auch mutiert. Haben auch inaktiv grün. Das ist ja geil, aber das Grüne sieht echt schön aus. Das ist cool. Das sieht ein bisschen hübscher aus. Also wobei, es sieht auch ein bisschen irre aus, aber vielleicht hat es mit dem Gesicht zu tun. Das sieht ein bisschen cooler aus als das nur schwarz. Okay. Immer noch die gleiche Mission. Wir wollen irgendwie. Oh, guck mal. Ist die Krabbe tot? Ja, wie praktisch. Wir müssen nur lange genug warten. Na gut. Dann können wir hier auch noch Futter sammeln. Dann hat schon mal Ramesi auf jeden Fall ihren Teil getan für heute. Was haben wir denn hier noch? Du bist doch auch einer von der Insel. Dann. Wieso kann er nicht dahin hüpfen? Okay. Ja, na gut. Wie gesagt, also ich werde jetzt erstmal so ein paar Tage ein bisschen erkunden. Und weiß nicht, mal schauen, was wir da noch so von haben dann. Da müsste jetzt einer ins Wasser. Das tut denen, glaube ich, so noch nichts. Das sieht noch nicht so. Nee, das ist gut. Das sieht noch nicht so, noch nicht so tief aus. Aber sie hat eine geschickte Pfote. Sie kann. Das ist ja cool. Sie kann knacken und gut sammeln. Das ist auch eine gute Kombination eigentlich. Dann komm du mal hier hin. Und du kannst dich dann hier hinsetzen. Dann haben wir hier den ganzen Baum eigentlich abgedeckt. Und die können dann im nächsten Zug nochmal da schön Futter für uns sammeln. Das ist auch ziemlich cool. Ah, jetzt können wir hier den. Oh, wer bist du denn? Oh, wie süß! Isis ist von Kirku und Ramisi. Ah, ja. Das war ja die Mischung, genau. Das ist auch beknackt, dass Ramisi hier in dieser Generation sitzt. Aber das heißt, für Isis dann eigentlich bräuchten wir nochmal eine andere Farbe, oder? Nehmen wir da dann auch blau? Vielleicht, was gibt es denn noch für Farben? Gelb, vielleicht können wir für sie dann gelb nehmen. Mal gucken. Du bräuchtest ja rosa. Genau, und dann gibt es noch gelb. Und dann geht es wieder los bei grün. Ich glaube, fünf verschiedene Farben haben wir. Rosa, rosa. Du brauchst auch rosa, weil Rukirvan ja auch ein Streuner war. Du brauchst nämlich dann auch bei beiden rosa. Und die anderen haben, glaube ich, alle das, was sie brauchen. Gut, dann haben wir hier die Ecke abgedeckt. Du kannst doch bestimmt. Nee, kannst noch kein Gras wegmachen. Na gut, aber dann lauf mal irgendwo hin, geh spielen. Und du auch. So, die sind so goldig, wenn die so klein sind. Ich bin mal gespannt. Hier haben wir, glaube ich. Genau, nur eine mittlere Körpergröße. Das heißt, das ist auch neu. So, aber nicht, dass wir uns jetzt dann überschätzen oder über. Ja, keine Ahnung, über. Weiß ich auch nicht. Überarbeiten sozusagen. Dass wir da gucken, dass. Wer bist du eigentlich? Du gehörst doch hier gar nicht zu den Streunern mit dazu. Dass wir nicht zu viele Tiere in einem Rutsch jetzt bekommen, sonst verliert man echt den Überblick. Und ich würde ganz gerne eigentlich versuchen, dass wir das möglichst überschaubar halten erstmal. Ich weiß nicht, ob man da besser auf Masse spielt oder besser auf wirklich auf Zucht, dass man da wirklich guckt, ob die Gene passen und ob das alles so, ja, gut zusammenpasst. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Außer die Tatsache, dass,
Wessen Kind bist du? Lari? Lari? Ist sie auch von... von Ramisi? Hat Ramisi schon zwei Kinder? Nee. Lari ist von... doch, ist... von Ismi. Lari, oh, wie süß. Das passt ja voll gut. Dann sind Lara und Lari nämlich Geschwister. Lara und Lari. Ah ja, okay, das sind auch tatsächlich die beiden, die diese komische Kopfform geerbt haben. Dann können wir die ja gut auseinander oder gut zusammenfügen, weil die... tatsächlich... warte mal, hier... warum habe ich... ah, nee. Ach, guck mal. Die haben genau diese verschiedenen Väter, aber die haben beide die Kopfform geerbt mit Ismi. Als Mutter hat das irgendwie... wer ist denn... wo ist denn Ismi? Hier. Das heißt, die beiden sind eigentlich Ismis Töchter. Was macht denn dann sie hier? Ramisi. Nee, das kann dann nicht, die Tochter. Das hat ja auch einen ganz anderen... hier. Nee, genau. Also, Ismi ist die Mutter von den beiden mit dem komischen Kopf. Okay, soweit. Phew. Ihr zwei könnt doch eigentlich dann mal hier rüber huschen. So. Dann haben wir das auch abgedeckt. Ich glaube, das war es soweit. Oh, da sind sie wieder größer geworden. Dann, das heißt, wir können ihnen auch wieder einen neuen Stein verpassen. So, was mit dir? Alles gut. Und Isis sollte ja dann als Kleinste im Bunde dann Gelb bekommen. Ja, Mist. So, damit wir... ich weiß auch nicht warum. Weil sie eigentlich ist... naja, eigentlich... Tarota und Ramesi sind ja eigentlich quasi gleich aus der Großeltern- und Elterngeneration entstanden. Ja, das heißt, Isis... ja, ich lasse erstmal Gelb. Mal gucken, was wir dann weiter noch damit anstellen wollen. So, ich finde, das ist so ein bisschen... also, wenn man nicht... wenn man gerade nicht kreuzen will... das Problem ist halt, ich hätte die gar nicht so viele werden lassen dürfen. Ist ja also... dadurch, dass wir... ja, einfach... eigentlich... direkt weiter gemusst hätten. Ja, hätte ich das, wie gesagt, vielleicht bewusst erstmal unter 10 lassen sollen. Heavy, du hast keine Nuss abbekommen. Oh, dann musst du hier sammeln. Aber das kannst du ja auch furchtbar gut. Das ist schon eine gute Kombination hier bei unseren Twins. Da ist auch noch ein Busch, den habe ich die ganze Zeit voll vernachlässigt, oder? So, dann kommst du mal hier hin. Jetzt hätten wir auch schön den Maulwurf catchen können. So. Können wir das noch leer pflücken? Und vielleicht... okay, jetzt haben wir die Kleine natürlich hier rüber geschickt. Hier unten das zu erkunden ist auch eigentlich Quatsch. Hier oben, das ist auch so... ja, nur so halb sinnvoll. Weil wir da ja eigentlich nichts wollen. Also was brauchen wir hier? Wir wollen eigentlich Richtung hier drüben. Ich glaube nämlich, dass ich gerne links entlang würde. Wobei gerade sieht es hier rechts ein bisschen heller aus. Aber jetzt können wir uns leider auch gar nicht angucken, wo das hinführt. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Mal schauen. Wir können ja erstmal hier unsere... warte, wer gehört noch dazu? Du gehörst eigentlich noch dazu. Unsere Forscher. So ein bisschen... oh, da haben wir ein Futter. Sehr gut. So... du kannst hinter denen ein bisschen aufräumen. Dann haben wir nämlich auch schon wieder einen Busch. Und noch mehr Nester. Also es gibt hier tatsächlich ganz schön viele
Vier Nester haben wir jetzt schon gefunden. Zwei mit euch beiden. Du fehlst auch noch. Hier ist nichts mehr zu holen. Vielleicht hier? Nee, auch nicht. Ist ja blöd. Für euch gibt es hier aber noch was zu sammeln. Und zwar... Wobei wir auch mal hier hätten Fische fangen können mit... Wer war das noch gleich? Irgendjemand kann doch Fische fangen. Das sollten wir auch vielleicht beibehalten. Oder zumindest auf diesen Fischschwanz hoffen. So, setzt du dich dann mal auf den Hasenbau. Und dann haben wir hier euch beiden noch übrig. Vater und... Nee, gar nicht. Geschwister sind die beiden. Brüder, Schwester, Bruder. Keine Ahnung. Meine Güte. Da soll mal jemand den Überblick behalten. So, jetzt hätte ich da natürlich schön sammeln können. Habe ich aber nicht. Ja, setz dich doch mal in das Nestchen rein. Vielleicht kommt ja jemand zu dir, aber ich glaube eigentlich nicht. Wenn ich meinen Plan weiter verfolgen will. Jetzt müsste ich auch mal Ralais im Auge behalten. Sie hat nämlich nur noch 3 Tage. Allerdings ist sie auch die Älteste und ich glaube nicht, dass... nee, du nicht. Er hier ist der nächste Älteste und er hat noch 6 Tage. Und danach geht es eigentlich, glaube ich, relativ schnell. Dann, warte, nee, dann müsste Ismi kommen. Die hat noch 12 Tage. Oder wer kommt danach? Nunukia nicht. Die war die letzte von den ganzen Kindern. Die sind kurz davor erst gekommen. Ah, doch, Nunukia. Ich glaube tatsächlich, dass er der vierte war. Und guck mal, er hat noch 14 Tage. So lange können wir hier nicht bleiben. Wir müssen... Oh, scheiße. Vor allem nicht ohne uns zu vermehren. Also ich... Das wäre so... So viel Verschwendung, oder? Wir sollten vielleicht gucken, dass jeder von... Aus dieser, Generation... sich vielleicht einmal fortgepflanzt hat. Das heißt, Tanuta müsste noch... Den haben wir ja zwar nur... Ich würde auch... Genau. Vielleicht... Oder? Vielleicht lassen wir die dann einfach hier. Die haben zwar ganz gute Gene, aber... So storymäßig, dass wir halt die nicht... Genau. Und Rasis müsste sich dann nochmal vermehren. Dann könnten doch Rasis und Tanuta vielleicht zusammen... Nochmal... Was habt ihr hier schwanzmäßig? Den... Nee, du bist das gar nicht. Ha. Ja, ich will Rasis und Tanuta dann vielleicht nochmal paar. Nunukia ist aber auch noch übrig. Und Korasi. Und Lala. Ah, okay. Das ist ja blöd. Dann, ich glaube, ich schreibe mir das fast mal auf. Das ist ja ganz schön... Ganz schön viele, die da noch nicht zum Zug gekommen sind. Also, Tanuta brauchen wir auf jeden Fall noch. Und der kann ganz gut... Der hat diese Schwimmflossen und der hat diesen Schwimm... Ich weiß nicht, Schwimmschwanz oder was ist das? Das weiß ich nicht genau. Und Rasis, kann auch ganz gut knacken, natürlich wegen ihrem Kopf. Ist aber auch eine gute Sammlerin wegen dieser Sammelpfote. Hat 2 gute Augen und Tanuta auch. Was jetzt die... Ah, wir könnten auch hier mal die Ränge einstellen. Nunukia hat auch noch nicht... noch keine Nachkommen gezeugt, sagen wir es mal so. Der kann jetzt aber auch nicht besonders... ausgefallene Sachen. Er hat aber auch ganz gute Augen. Ist nicht so hitzeresistent. Warum das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Korasi. Boah, das sind viele. Och man, umso mehr müssen wir eigentlich zurücklassen. Das ist doch blöd. Und Lala auch noch. Das heißt, wir haben 3 Weibchen und 2 Männchen, die hier noch gar nicht zum Zug gekommen sind. Tarota... Natürlich auch noch nicht. Aber Tarota ist ja eigentlich auch eine andere Generation. Allerdings ist Ramisi halt auch schon... Deshalb... Ja, okay. Also hätten wir 3-3. Das würde sogar passen. Und aufgehen und alles. Aber... Ah, ich weiß nicht.
Das ist schwierig zu sagen, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Ich würde sagen, ich beende den Part einfach hier und ihr sagt mir das mal in den Kommentaren, ob ich jetzt diese drei, dann haben wir nochmal drei mehr, dann hätten wir 20, dann müssen wir die Hälfte zurücklassen. Das ist schon der Hammer. Also die Hälfte, ich weiß es nicht. Wir könnten natürlich alle, die ein bisschen unfruchtbar sind, zurücklassen. Wir könnten die, die nicht gut sehen können, zurücklassen. Wir könnten auch grundsätzlich einfach aus Prinzip die zurücklassen, die, warte mal. Die nicht, die nicht aus unserer Familie stammen, dass wir hier einfach nochmal vielleicht uns mit denen paaren. Vielleicht können wir dann auch schwangere Tiere mitnehmen auf den Weg und haben dann quasi uns mehr erschummelt. Dass wir einfach Männchen zurücklassen, mehr Männchen und aber schwangere Weibchen dafür mitnehmen. Wäre das nicht ein Trick? Da denke ich mal drüber nach. Ihr könnt mir das gerne auch in die Kommentare schreiben. Denkt nämlich dann auch mal bitte drüber nach und sagt mir das, was ihr dafür das Beste haltet. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch wirklich wieder schön gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und dann freue ich mich, euch im nächsten Part wiederzusehen. Und ja, die lieben Tierchen bestimmt auch. Bis dann!